Hallo, heute geht es um die Frage, wie du das hinbekommst, dass oben deine Facebook-Fanpage einen Namen hat, einen echten Namen, den du auswählst und nicht eine Kombination aus dem von dir gewählten Facebook-Fanpage-Namen und einer wilden Kombination aus Buchstaben und Ziffern. Oder, was auch noch häufig zu sehen ist, noch schlimmer, eine reine Kombination aus Buchstaben und Ziffern, ohne dass der von dir gewünschte Name hier überhaupt irgendwo vorkommt. Wie erreichst du das? Das ist leichter, als du dir das jetzt vielleicht vorstellst. Und zwar gehst du in dem Fall bei deiner Seite auf den Punkt Info. Und als Administrator siehst du dann hier einen Bereich mit allgemeinen Angaben. Und in diesem Bereich der allgemeinen Angaben kannst du auch deinen Benutzernamen anlegen. Und darin liegt des Rätsels Lösung. Wenn du einen Benutzernamen angibst, wird dieser Benutzername erstens erscheinen unterhalb des Namens, den du vergeben hast. Und zweitens wird dieser Benutzername übernommen oben in die URL. Das heißt, wenn du beispielsweise, so wie ich, dich entscheidest, CS Kreuzspinnerin, soll der Benutzername sein, unter dem dich alle Leute auf Facebook anschreiben können, wenn sie dich über diese Facebook-Fanpage erreichen möchten, dann schreibst du hier einfach das @-Zeichen rein und gibst den von dir gewählten Namen, sei es jetzt Kreuzspinnerin oder ja, was auch immer du da hast, Fußballspieler des Jahres, Fernsehgucker oder worum auch immer es auf deiner Facebook-Fanpage geht. Du gehst also auf den Punkt Info und gibst dann den Benutzernamen ein und schon hast du oben in der URL deiner Facebook-Fanpage einen Namen stehen, nämlich den Namen, den du hier als Benutzernamen vergeben hast. Das ist das Rätsel Lösung. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Viel Spaß beim Umsetzen.